Und herzlich willkommen bei RenCrash! Hier ist am Computer mal wieder euer Kevin und heißt euch herzlich willkommen wieder bei einem weiteren Spiel. Denn es ist RenCrash. Auf geht's. Aber einen Moment, ich glaube, ich sollte mal die Lautsprecher ein bisschen runterdrehen. Ah, diese Musik ist so laut. So. Das stellen wir nochmal ein. So. Auf geht's. Bereit für Vanquish? Ich schon. Auf geht's. Vanquish. Sam, wie sieht dein Monitor aus? Gut. Könnte allerdings etwas spannender sein. Sehr gut. Testen wir also die Funktionalität. Wir beginnen mit der Kalibrierung der elektrooptischen Zielsysteme. Sam, ich zeige ein virtuelles Ziel an. Versuche ihm visuell zu folgen. Wenn das Bild rumspinnt, sag Bescheid und ich passe die optischen Nervensensoren an. Ja, das wird langsam wirklich lästig, wisst ihr das? Wie oft soll ich das noch machen? Grundlagen sind wichtig, Gideon. Nur weil Sie ein Handbuch lesen können, heißt das noch lange nicht, dass Sie wissen, was Sie tun. Stimmt, Sie wissen, dass ich weiß, was ich tue. Also weiter im Programm. Was steht heute noch auf dem Plan? Hey, ich weiß, du willst so schnell wie möglich in die Bar, aber wir haben noch viel vor uns. Ich übertrage dir jetzt die volle Kontrolle. So, da wir das ja alles schon geregelt haben, weil ich es ein bisschen vorgespielt schon habe, brauchen wir diese verdammte Anleitungsmenü nicht mehr machen. Also, auf geht's. Jetzt ein richtiges Spiel. Sehr gut. Ich glaube, das ist für heute genug. Gute Arbeit, Sam. Nach dem ganzen Training habe ich Hunger. Elena, kommst du mit? Heilige Mutter!
Verdammt nochmal, wer war das denn? Ist ja mal wieder typisch. Sterns heißt sie nun zur Geburtsstunde des neuen russischen Staates willkommen. Mein Orden hat von nun an das alleinige Sagen in Russland. In 10 Stunden werden wir erneut unsere Macht beweisen. Nur eines kann die vollständige Zerstörung von New York City jetzt noch abwenden. Ihre bedingungslose Kapitulation. Am heutigen Tag widerfuhr dem amerikanischen Volk eine große Tragödie. San Francisco hat sich für immer verändert. Und jeder Amerikaner beklagt und betrauert den Verlust der unzähligen Männer, Frauen und Kinder. Den für diese schreckliche Tat Verantwortlichen sagen wir voller Überzeugung, dass wir mit niemandem verhandeln werden, der uns zu zerstören versucht. Unsere Stärke und unser Wille sind ohnegleichen. Wir werden siegen. Gott segne Sie alle. Und Gott segne die Vereinigten Staaten von Amerika. SC-01 Providence befindet sich zurzeit in der Hand der für den Coup in Moskau Verantwortlichen. Die Leitung der Operation obliegt anscheinend einem Roten namens Zaitsev. Ach ja, das ist Sam. Papa hat ihn uns mitgeschickt. Männer, nur noch 8 Stunden trennen New York vom gleichen Schicksal wie San Francisco. Damit eins klar ist, wir werden das verhindern. Sam, weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber deine neuen Freunde mögen dich nicht besonders. DARPA-Agenten erhalten ihre Befehle direkt vom Präsidenten und Verteidigungsminister. Die Jungs hier wollen nur ihr Revier markieren. Sam, denk dran, warum wir hier sind. Hören Sie mir einfach zu. In der amerikanischen Regierung gibt es einen Verräter. Ich kann diese Information nur Ihnen anvertrauen. Das russische Militär will mit Hilfe des Mikrowellenenergiefeldes die USA angreifen. Als dessen Entwickler kann ich diese Art von Missbrauch nicht zulassen. Sie wissen, was zu tun ist. Wir finden den Professor. Alles hier, sogar der Anzug, basiert auf seinem Energiedesign. Er ist zu wertvoll, um ihn umzubringen. Ich weiß. Das ist also euer neues Spielzeug. Nicht mal ein Kratzer. Du hast in dem Ding doch trainiert, oder? Unsere Simulatoren sind sehr gründlich. Die haben dich ganz schön fertig gemacht, was? Bei DARPA könnten wir dich als Testobjekt gebrauchen. Was soll der Scheiß? Hier drin herrscht Rauchverbot. Wie stumpf! Auf geht's! Volle Action! Ja, wumm!
zur Hölle ist denn hier los? Kommen Sie an Bord, Sir. Wir verbinden von hier. Bürger! Los, ihr Hunde, wollt ihr ewig leben? Absolut im Griff. Und ich auch. Geht durch das zentrale Tor. So schaffen wir es da nie durch, Sir. Sam, siehst du den Abhang zu deiner Linken? Ja. Wenn du da entlang gehst, kannst du den Feind von hinten angreifen. Alles klar. Achtung! Verbündetes Schiff stürzt ab! Oh, heilige Scheiße! Gut, geht alle durch! Der Ankunftsbereich von Landebucht 3 liegt vor euch. Der Bereich ist stark umkämpft. Bravo! Unterdeckung nach vorne! Zu Befehl! Ich schätze, jetzt geht's los. Dein Anzug zeigt normale Werte, Sam. Das hat bisher noch keine zu mir gesagt.
Let's get it rumble! Ja, mal eine freundliche Begrüßung. Geht aus dem Weg! Meine Scanner zeigen eine Art Interferenz an. Sieht temporal aus. Meinst du, die seppen was her? Sam, du bist zu weit vorn. Keine Risiken. Keine Panik. Feindliche Verstärkung nähert sich eurer Position. Gibt's irgendeinen anderen Weg nach oben? Sieht ganz so aus, als müsstet ihr euch da durchkämpfen. Das Tor ist jetzt offen. Gut, los geht's. Geht aus dem Weg! Geht aus dem Weg! Alles klar! Luft ist frei! Gebiet gesichert! Das Haupttor ist über euch. Ihr müsst nach oben und es öffnen. Burns, ich brauche Unterstützung. Franklin, Rios, ihr geht mit Sam. Der Rest gibt Deckungsfeuer. Alles klar! Zwei feindliche Transporter nähern sich von hinten. Abfangen feindlicher Transporter vorbereiten. Mann! Ich empfange eine Hitzequelle aus dem Inneren der Substruktur. Jetzt vielleicht auch etwas genauer? Datenanalyse komplett. Es handelt sich wohl um den russischen KNRB-0 Argos-Roboter, um den es in der Debatte über die Kontrolle von Massenvernichtungswaffen ging. Scheiße! Ich glaube, ich brauche eine größere Knarre. Das ist ein Monocoque-Design. Die Ladekapazität ging auf Kosten der Panzerung. Die Außenhülle sollte daher Schwachstellen aufweisen. Ich mach dich!
Kapitänin ist Feuerkraft wichtiger als Verteidigung. Das werden Sie noch bitter bereuen. Sind wir hier bei Transformers oder was? Hast du das gehört? Ja, hab ich. Bravo! Das gesamte Feuer auf das Herzstück richten! Nimm das! Ein Fehler von mir. Thank you.
Wahrscheinlich schließt er sich an einen Generator an und feuert seinen Langstreckenlaser. In der Mitte des Rumpfes? Ja. Das ist der Generator. Ernst, hast du das gehört? Ja, hab ich. Bravo, das gesamte Feuer auf das Herzstück lenken. Das wird lustig. Missionsziel erreicht. Gute Arbeit. Wenn du meinst. Labern könnt ihr später. Los so, geht's. Und hiermit endet die erste Gerne. Aufnahme von Windcrash. Auf Wiedersehen. Achtung, Moment mal, da habe ich noch was. Das Haupttor ist jetzt offen. Bravo, durch das Tor. So, aber haltet es geschlossen, bis Verstärkung kommt.